Wir packen heute die Casa Lux LED Studio Leuchte aus. Die habe ich mir gerade eben im Aldi gekauft. Ich glaube für knapp 16 Euro. Und ich habe nämlich das Problem, dass es hier immer zu dunkel ist, wenn ich in meinem Zimmer irgendwelche Aufnahmen mache. Und ich bin gespannt, ob es mit diesem Studiolicht besser wird. Das Ganze kommt daher mit einem Stativ, beziehungsweise auch mit einem Schraubgewinde, um das Ganze an den Schreibtisch zu befestigen. Wir gucken jetzt einfach mal, was drin ist, wie wir das zusammenbauen und wie das Ganze funktioniert. Es ist nur ein USB-C-Kabel dabei, kein Stecker, wobei ich vorhabe, das Ganze am Mac voraussichtlich einzustecken. Und notfalls habe ich dann auch noch einen Stecker, falls das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich würde sagen, mit der Verpackung halten wir uns gar nicht lange auf. Wir starten direkt ins Unboxing. So, los geht's. Vorsichtig aufmachen das Ganze, damit wir es im Fall auch wieder zurückgeben können. Habe ich, glaube ich, doch kaputt gemacht. Ja, das kann ich mit Bedienungsanleitung, das Ganze mit Stativ. Das ist das Stativ. Naja, ich glaube, besonders hoch ist es nicht. Aber immerhin. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich genau verkehrt rum aufgemacht, natürlich. Ich glaube, jetzt ist es eh schon zu spät zum Zurückgeben. Noch ein Teil. Das ist die Leuchte. Die ist größer, als ich dachte. Das gefällt mir gut. Schraubzwinge für den Schreibtisch. Kommt das so rein irgendwie? Weiß ich noch nicht genau. Und vielleicht kann das auch da oben noch drauf. Wir werden sehen. Und zu guter Letzt ein USB-C-Kabel sowie eine Fernbedienung. Batterien sind drin, vermute ich. Jo. Gut, dann schauen wir mal in die Bedienungsanleitung. Ein LED-Studiolicht, Garantiebedingungen. Und wenn wir Pech haben, sind das nur Hinweise und da ist nicht meine Anleitung dabei. Gut, wir haben verschiedene Kleinteile. Anscheinend können wir das hier abschrauben, beziehungsweise das kommt ja, das soll ja hier drauf eigentlich. Also wir lassen das drauf. Bisschen anziehen noch. Schritt 2. Dann kommt Schritt 3. Das ist eben dieses fertige Ding. Schritt 4. Ups, also die Anleitung ist so ein bisschen kryptisch. Leuchte, Sockel, Teleskopstange, Klemme, USB-Kabel, Stativ, Fernbedienung. Am Tisch brauchen wir das Stativ, dann die Leuchte und die Klemme. Ich vermute, wir können das dann hier so reinschrauben. Ja, genau. Weiß ich nur nicht, ob ich hier noch was abschrauben muss oder ob ich das direkt so draufschrauben kann. Das funktioniert. Klemme. Dann als nächstes die Leuchte hier oben drauf. Man muss das hier noch ein bisschen reinschrauben. Das Ganze hier ist recht massiv aus Metall und die Leuchte selber ist aus billigstem Plastik. Ich habe auch Angst, das Gewinde hier kaputt zu machen. Und ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Aber das war's schon, da braucht es jetzt auch nicht viel. So, jetzt haben wir hier zwei Kabel, die da rauskommen. Wobei ich nicht weiß, was das hier für ein Kabel sein soll und wo das reinkommt. Ich weiß nur, dass hier vermutlich dann das USB-C-Kabel reinkommt. Oh, und jetzt ist das auch noch so ein Durcheinander hier mit den Anschlüssen. Also, hier haben wir nämlich USB-C. Und im anderen Fall haben wir leider USB-B, USB 2, ich weiß es nicht. Das alte USB auf jeden Fall. So, Zeichenerklärung, Warnung, Batterie, Sicherheitsvorkehrungen, Inbetriebnahme und Verwendung. Leuchte darf nicht geöffnet werden. Passen Sie mal den Netzstecker an. Bla bla bla. Batteriewechselentnahme, Beschädigungsgefahr, Erstinbetriebsnahme. Stecken Sie die Leuchte ein. Sockel 2, Sockel ist dieses Teil hier.
Teleskopstange und Klemme, wahlweise das Stativ, ineinander. Schrauben Sie die Klemme an einen Tisch. Oder stellen Sie die Leuchte mit dem Stativ auf einen festen Untergrund. Aha, auf der Rückseite befinden sich jetzt doch noch ein paar Hinweise. Stecken Sie die Leuchte, Sockel, das ist dieses kleine Ding hier, die Teleskopstange und die Klemme oder wahlweise das Stativ ineinander. Schrauben Sie die Klemme an einen Tisch oder stellen Sie die Leuchte mit dem Stativ auf einen festen Untergrund. Verbinden Sie das USB-Kabel 5 mit einem Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Das Studiolicht mit der Fernbedienung starten und steuern. Okay, das Ganze installiere ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Der andere Stecker ist wohl mehr oder weniger überflüssig. Ihr seht, insgesamt wird das hier mit dem Stativ dann doch so etwa 1 Meter hoch. Wobei stehend ist das nicht ideal wahrscheinlich zum Aufnehmen. Ich glaube, ausfahren kann man da nicht mehr viel. So, ich habe das Ganze jetzt per Adapter an den Mac angeschlossen. Langfristig muss da wohl ein Netzteil her. Außerdem habe ich das Ganze hier am Tisch befestigt mit dieser Klemme, das hat alles funktioniert und macht jetzt einen relativ stabilen Eindruck und es funktioniert. Was überhaupt keinen stabilen Eindruck macht, das ist hier die Fernbedienung. Ich erkläre euch die mal kurz. Wir können mit diesen 6 Tasten hier können wir die Lichtfarben einstellen. Blau, Tageslicht, glaube ich. Ne, das ist wahrscheinlich Tageslicht. So, und dann können wir das Ganze aber auch dimmen. Und zwar mit 9 Stufen können wir es dunkler machen oder eben auch heller. Damit ihr da mal eine Vorstellung habt, wie hell das Ganze werden kann. Ich hatte es jetzt eher auf gemütlich eingestellt. Und wir haben dann eine An- und Aus-Funktion, einen 60-Sekunden-Timer oben rechts. Hier geht's dunkler, hier geht's heller. 5-Minuten-Timer, 30-Minuten-Timer, 60-Minuten-Timer. Und mit diesen beiden Pfeiltasten können wir uns, denke ich, durch die Lichtfarben scrollen sozusagen. Ja, interessantes Produkt. Ich teste das jetzt mal. Ich hoffe, meine Videos sind dadurch etwas besser ausgeleuchtet in Zukunft. Und damit war's das dann auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.